In der Welt von Pokémon leben eine Vielzahl faszinierender Kreaturen. Das Ziel ist es, all diese bizarren und irgendwie niedlichen Wesen zu entdecken und einzufangen. Doch habt ihr euch jemals gefragt, was die Macher des Videospiels dazu gebracht hat, Pokémon zu erschaffen, wie wir sie heute kennen? Viele von ihnen basieren auf echten Tieren oder auch Pflanzen. Doch dann haben wir so einige Pokémon, die einen ziemlich interessanten Ursprung haben, die japanische Mythologie. Heute stelle ich euch einige Pokémon vor, die von japanischen Volkssagen über Yokai und Yurei inspiriert wurden. Viel Spaß! Nebulak. Dieses Geister-Pokémon basiert auf einem Yokai namens Sugenbi. Sugenbi ist ein Yokai, der den Menschen Kyotos als Kopf eines furchterregenden Mönches erscheint, der in Flammen gehüllt ist und ab und an am Nachthimmel zu sehen ist. Der Legende nach soll vor langer Zeit in einem Tempel im südlichen Kyoto ein Mönch gelebt haben, der Sugen genannt wurde. Sugen war wahrlich kein guter Mensch, denn er stahl dem Tempel eine Menge Geld aus der Spendenbox. Auch vor wertvollem Öl, das als Opfergabe für die Götter verwendet werden sollte, machte er keinen Halt. Er verkaufte es im Verborgenen und behielt die Einnahmen für sich. Dies ging sehr viele Jahre so, bis der Tag gekommen war und der Mönch plötzlich starb. Wegen seiner schändlichen und unrechten Taten wurde er als Yokai wiedergeboren, um für seine Sünden zu bezahlen. Kommen wir nun zu Lamus und Lashoking. Diese zwei sind dem Sazeoni nachempfunden. Sazeoni sind monströse Turbanschnecken, die die Meere Japans heimsuchen. Meistens erscheinen sie den Menschen in klaren Mondnächten, tanzend auf der Wasseroberfläche. Wenn man den Erzählungen Glauben schenken mag, so gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Yokai entsteht. Zum einen wird angenommen, dass sich dieser Meeresbewohner im hohen Alter von 30 Jahren zu einem Yokai mit vielen magischen Fähigkeiten verwandelt. Zum anderen soll eine lüsternde Frau, die zum Sterben ins Meer geworfen wird, zu einem Sazeoni werden. Eine solche Frau würde sich erstmal in eine Meeresschnecke verwandeln, bevor sie nach einem langen Leben zum Sazeoni wird. Im Süden Japans erzählt man sich die Legende einer Piratenbande, die eines Nachts eine Frau im Wasser sahen, die kurz vor dem Ertrinken war. Die Männer des Schiffes retteten sie im letzten Moment, in der Hoffnung, dass die wunderschöne Dame ihnen allen auf eine gewisse Art und Weise dankbar sein würde. Zu ihrem Unglück war die junge Frau ein Sazeoni und in derselben Nacht besuchte sie jeden einzelnen Piraten auf dem Schiff, nur um ihnen die Hoden abzureißen. Nach getaner Arbeit zeigte sie sich in ihrer wahren Form und verlangte von den Piraten, all ihr Gold herzugeben, damit sie im Gegenzug ihre Hoden wiederbekamen, was dann auch geschah. Traumato, Somniam, Somnivora. Diese drei Pokémon verkörpern ein Wesen in der japanischen Mythologie, das man als Baku kennt. Baku sind heilige Bestien, die nach der Erschaffung der uns bekannten Welt von den Göttern aus verschiedenen Teilen von Tieren geschaffen wurden. Der Yokai besitzt den Körper eines Bären, den Kopf und Rüssel eines Elefanten, wobei der Rüssel etwas kurz ist, etwa wie bei einem Tapir, die Augen eines Rhinozeroses, den Schwanz eines Ochsen und die Beine eines Tigers. Ihr Fell ist gefleckt und auch eine Löwenmähne sollen sie tragen. Doch so seltsam und furchteinflößend dieses Monster aussieht, es gehört zu den wenigen, den uns wohlgesinnten Yokai. Man sagt, dass Baku sich in der Nähe von Menschen aufhalten und ihnen als eine Art Schutzgeist dienen würden. Wie Traumato, Somniam und Somnivora soll sich der Baku von Träumen ernähren. Am liebsten verschlingen sie dabei unsere Albträume. Böse Yokai und Yurei fürchten sich vor dem Traumfresser und meiden seine Gegenwart. Egal wohin es diese Kreatur verschlägt, so soll ihm Glück und Gesundheit stets folgen. Im alten Japan war es üblich, die Zeichen für Baku als Kalligraphie an Häuser zu hängen, um sich vor Plagen und Seuchen zu schützen. Zudem wurde der Name des Yokais oftmals auf Kissen bestickt, um Albträume und Krankheiten abzuwehren. Wenn du mal einen Albtraum hast, dann ruf dreimal den Ausdruck Bakukurai. Dann kommt ein Baku dir zu Hilfe. Doch verlass dich nicht immer auf den Yokai, denn wenn du ihn zu oft rufst, kann er auch deine guten Träume und Hoffnungen fressen. Der nächste im Bunde ist Kokowai. Kokowai soll wahrscheinlich einen Jinmenju-Baum darstellen. Jinmenju sind eigenartige Bäume, die im Süden Japans und China zu finden sind. Das Besondere an diesen gruseligen Bäumen sind die Früchte, die an ihnen wachsen. Denn diese sehen wie menschliche Köpfe aus und werden Jinmenshi, also Kind, mit menschlichen Antlitz genannt. Den Erzählungen nach sollen die Früchte kein einziges Wort sprechen, jedoch ständig lachen. Im Herbst sind die Jinmenshi reif und man kann sie essen. Sie haben einen süß-sauren Geschmack.
Es heißt sogar, dass die Samen dieses Baumes auch wie menschliche Gesichter mit Ohren, Nase und Mund aussehen. Heutzutage gibt es diese Bäume nicht mehr, doch in der Vergangenheit pflanzten die Menschen große Obstgärten voller lachender Jinmenju-Bäume. Nun kommen wir zu einem Pokémon, das einst eine ganz normale Kinderpuppe war, die von seinem Besitzer weggeworfen und vergessen wurde, bis es sich schließlich zu Barnett verwandelte. In Japan glaubt man, dass Haushaltsgegenstände, die das Alter von 100 Jahren erreichen, sich in Yokai verwandeln, sobald sie in Vergessenheit geraten, man sie nicht mehr benutzt und aufgrund dessen achtlos entsorgt werden. Denn auch Gegenstände tragen Seelen in sich. Man nennt diese spezielle Yokai-Klasse auch Tsukumogami. Die bekanntesten Vertreter unter den Tsukumogami sind der Bakezori oder auch der Karakaseobake. Normalerweise sind diese Yokai harmlos, ab und zu kommt es vor, dass sie den Menschen kleinere Streiche spielen, um sie zu erschrecken. Doch sollten diese Wesen schlecht behandelt worden sein, so können sie eine große Gefahr darstellen. Denn durch spezielle Rituale können sie magische Kräfte erlangen. Einer Legende nach soll im 14. Jahrhundert eine Gruppe Tsukumogami sich einem Ritual unterzogen haben, um sich bei ihren Besitzern zu rächen. Sie verletzten und töteten diese. Danach bauten sie tief in den Bergen eine Burg aus dessen Fleisch und legten sogar einen Brunnen an, der mit ihrem Blut gefüllt war. Die Lage war so schlimm, dass der Kaiser etwas dagegen unternehmen musste. Man musste am Hofe ein Ritual durchführen, das die sogenannten göttlichen Knaben herbeirief, die den Tsukumogami ihren Treiben ein Ende bereiteten. Doch denkt nicht, dass es nur bösartige Yokai unter den Tsukumogami gibt. Es gibt auch welche, die gutartig sind. Wenn sich ein Sake-Krug, der in Ehren behandelt wurde, nach 100 Jahren zum Yokai verwandelt, so soll er immer mit dem besten und feinsten Sake gefüllt sein. Schon am Pokédex-Eintrag im Pokémon Schwert ist zu erkennen, dass Frostedie eine Yuki-Onna darstellen soll. Die Yuki-Onna ist ein furchterregendes Monster, das sich nur in der kalten Jahreszeit zeigt. Einst war sie gefürchtet, doch heute zählt sie zu den beliebtesten und bekanntesten Yokai Japans. In verschneiten Nächten erscheint die Yuki-Onna Wanderan als wunderschöne, zierliche junge Frau mit pechschwarzem oder auch weißem Haar und nur mit einem weißen Kimono bekleidet. Sie soll blaue Lippen und violettfarbene Augen haben. Auch ihre Haut soll so bleich sein, dass diese nahezu transparent wirkt und sie somit mit der schneeweißen Landschaft zu verschmelzen scheint. Der Legende nach soll die Schneefrau den Winter selbst verkörpern oder eine junge Dame sein, die in einem Schneesturm qualvoll verstorben ist. Manch einer sagt sogar, dass sie eine Prinzessin vom Mond sei. Die Yuki-Onna wird im Schnee geboren und stirbt auch mit diesem. Der Schnee verleiht ihr unheimliche Kräfte. Sie kann sich in eine Nebelwolke oder auch in feinen Pulverschnee verwandeln. Ihr wird nachgesagt, der Auslöser für starke Schneestürme zu sein. Zudem soll sie die Fähigkeit haben zu schweben und sie hinterlässt keine Fußabdrücke im Schnee. Ihre Schönheit zählt zu ihren stärksten Waffen. In vielen Geschichten soll sie ahnungslosen Menschen, die in den winterlichen Wäldern und Bergen übernachten, ihren eisigen Atem ins Gesicht hauchen und sie damit töten. Andere Legenden besagen, dass sie die Wanderer in die Irre führt und so lange umherwandern lässt, bis diese an Erschöpfung sterben. Sie lockt aber auch gerne ihre Opfer zu dem Ort, an dem sie lebt. Wer ihr folgt, soll wahnsinnig werden und daraufhin Selbstmord begehen. Die Seelen dieser armen Menschen soll dieser Yokai als Nahrung zu sich nehmen. In einigen Erzählungen soll die Schneefrau ein Kind bei sich tragen. Nimmt jemand dieses Kind in die Arme, wird er auf der Stelle eingefroren. Auch in die Häuser ihrer Opfer dringt sie ein, indem sie die Türen mit einem starken Windstoß zerstört und sie die Menschen daraufhin im Schlaf tötet. Doch wie bei unseren Vampiren muss auch der Schneedämon einmal ins Haus eingeladen werden, um es zu betreten. Aber auch dieser Yokai besitzt eine sanfte Seite an sich, denn es gibt Fälle, in denen die Yuki-Onna menschliche Männer aus Liebe heiratet und sogar Kinder mit ihnen zeugt. Das nächste Pokémon in unserer Liste ist die Ultrabestie Muramura. Dieses Pokémon basiert auf zwei verschiedene Yokai, zum einen dem Mokumokuren und zum anderen den Norikabe. Mokumokuren, was so viel bedeutet wie sehr viele Augen, ist ein Yokai, der in alten verlassenen Häusern herumspukt. Er lebt in zerrissenen alten traditionellen japanischen Raumteilern, die Shoji genannt werden. Aber auch in Wänden oder Tatami-Matten fühlt er sich zu Hause. Die Anwesenheit dieser Kreatur bemerkt man nicht sofort, doch tauchen mit der Zeit im Shoji unheimlich viele Augen auf, die dich beobachten. Normalerweise sind diese japanischen Dämonen harmlos, doch ein Haus, das
von Mokomokoren heimgesucht wird, ist bekannt dafür, von mächtigeren und viel gefährlicheren Yokai bewohnt zu werden. Muramuras Körper weist Ähnlichkeiten zu dem Yokai Nurikabe auf. Über das wahre Aussehen dieses Wesens ist sehr wenig bekannt, da es normalerweise unsichtbar ist und nicht jedem seine wahre Form offenbart. Es wird aber angenommen, dass Nurikabe wie eine weiße flache Wand aussieht. Wenn die Nacht anbricht und Reisende auf den Straßen und Gassen Japans unterwegs sind, stellt sich ihnen der Yokai in den Weg, nur um zu verhindern, dass sie weitergehen können. Es gibt kein Entkommen, denn dieses Monster kann sich so hoch und so weit ausstrecken, wie es will. Nurikabe sind nicht gefährlich, ihnen macht es einfach nur Spaß, Menschen in die Irre zu führen und ihnen Streiche zu spielen, um sie zu erschrecken. Damit der Yokai verschwindet und man seinen Weg fortsetzen kann, muss man mit einem Stock auf den Boden tippen. Psyana ist eine von vielen Entwicklungsstufen von Evoli. Dieses besondere Pokémon soll durch den Yokai Nekomata inspiriert worden sein. Wenn Katzen ein hohes Alter erreichen oder sehr stark an Gewicht zulegen, verwandeln sie sich in eine Nekomata. Nekomata besitzen zwei Schwänze, die sich aus einem Katzenschwanz entwickelt haben. Dieser Yokai soll sich aus gewöhnlichen Hauskatzen, aber auch Katzen, die in der Wildnis zu finden sind, entwickeln. Beide Katzenarten sind nach der Verwandlung zum Yokai ungewöhnlich groß, wobei die wilden Monsterkatzen eine Länge von bis zu 4 Meter erreichen können. Nekomata ernähren sich von Blut und Menschenfleisch und sind allesamt magisch begabt. Sie verachten die Menschen zutiefst und es heißt, sie seien für viele schreckliche Katastrophen verantwortlich. Da diese Wesen das Gestaltwandeln beherrschen, kommt es ab und zu mal vor, dass sie sich in Menschen verwandeln, nur um das Ableben ihres getöteten Besitzers zu verschleiern oder andere Menschen in eine Falle zu locken. Zudem sagt man ihnen nach, Leichen mit ihren magischen Fähigkeiten wie Marionetten kontrollieren zu können. Im alten Japan glaubte man, dass die einzige Möglichkeit des Entstehens einer Nekomata zu verhindern, das Abtrennen des Schwanzes der Katze ist. Skorgla. Skorgla soll den Yokai Amikiri repräsentieren. Amikiri sind kleine, krustentierähnliche Yokai, die Garnelen oder Hummern ähneln. Ihre in Schalen gehüllter Körper ist lang und rot. Sie besitzen einen Schnabel und zwei scherenartige Klauen an den Unterarmen. Angeblich können sie in der Luft fliegen und wie ein Fisch im Wasser schwimmen. Amikiri meiden den Kontakt mit Menschen. Das Einzige, was sie in Dörfer oder Städte tun, ist es, Netze jeglicher Art zu zerschneiden. Egal, ob es sich um Fischernetze oder ein Moskitonetz handelt. Der Yokai ist keine wirkliche Gefahr für uns Menschen, doch kann er mit dem Zerstören eines Fangnetzes einen Fischer den Lebensunterhalt rauben. Dummiesel. Dieses Wesen der Pokémon-Welt ähnelt sehr stark einem Tsuchinoko. Tsuchinoko sind Schlangen aus der japanischen Sagenwelt, welche 30 bis 80 cm lang und für eine Schlange ungewöhnlich dick beschrieben werden. Der Körper dieses Wesens soll sogar breiter als sein Kopf sein. Es wird sich erzählt, dass die Schlange Giftzähne besitzt und sogar sprechen kann. Doch sollte man den Worten eines Tsuchinoko nicht trauen. Es heißt, sie würden immer lügen. Auch dem Alkohol scheint dieser Yokai sehr zugeneigt zu sein. Man sagt, dass Tsuchinoko bis zu 3 Metern hoch springen können und ihre Körper aufrollen, um sich wie ein Rad fortzubewegen. Wie schon deutlich zu erkennen ist, soll Lombrero einen der bekanntesten Fabelwesen Japans darstellen, den Kappa. Kappa, dessen Name als Flusskind übersetzt werden kann, sind Yokai, die sehr viel mit einer Schildkröte und einem Frosch gemeinsam haben. Lange Arme, einen zum Schwimmen geeigneten Körper mit einem Rückenpanzer, ein schnabelähnliches Maul, Schwimmhäute und eine von Schuppen bedeckte Haut. Zudem sind sie fähig wie Menschen, sich auf zwei Beinen fortzubewegen. Der Kappa ist etwa so groß wie ein kleines Kind. Auf dem Kopf trägt er Haare und in der Mitte des Kopfes befindet sich eine schalenartige Einwölbung, in der magisches Wasser aufbewahrt wird. Sollte der Kappa dieses verschütten, so verliert er all seine Kraft und kann sogar daran sterben. Den Legenden zufolge bewohnen Kappa die Seen, Flüsse und Bäche Japans. Solange sie sich im Wasser befinden, können sie für Mensch und Tier eine große Gefahr darstellen, da sie ihre Opfer gerne mal ins Wasser ziehen, Frauen vergewaltigen oder den Menschen durch den Anus die Leber aus dem Körper entreißen. Das Flussmonster gehört zu den wenigen Yokai, denen es möglich ist, die menschliche Sprache zu erlernen. Sie haben eine Vorliebe für Sumo-Ringen und verschiedene Geschicklichkeitsspiele. Ab und zu fordern sie Menschen gerne mal zum Zweikampf auf. Solange die magische Flüssigkeit in der tellerförmigen Einwölbung auf dem Kopf bleibt, ist es den Menschen unmöglich, den Wasserdämon zu besiegen. Doch wenn man sich vor dem Ringkampf höflich verbeugt, so wird der Kappa das erwidern und damit seine magische
magische Flüssigkeit verschütten und all seine Kräfte verlieren. Kappa sind ebenfalls dafür bekannt, Gurken zu lieben. Die Menschen in Japan erzählen sich, dass wenn man vor dem Schwimmen gehen eine Gurke isst, man vor Kappa-Angriffen geschützt wird. Doch anderen Erzählungen zufolge soll dies den Yokai erst anlocken. Wenn ein Mensch einen Kappa hilft, so soll dieser in seiner Schuld stehen und ihm die ewige Freundschaft schwören. Habt ihr jemals von einem Nukekubi gehört? Genau auf diesem Yokai basiert das Pokémon Traunfugil. Nukekubi sind Yokai, die tagsüber als wunderschöne Frauen ein ganz normales Leben führen. Doch etwas ist anders an ihnen. Merkwürdige rote Male an Hals und Nacken zieren sie. Daher verbergen sie diese, um nicht aufzufallen. Wenn es schließlich Nacht wird, so löst sich der Kopf der jungen Dame und beginnt in den dunklen Straßen und Gassen Japans umherzuschweben, um nach Schlaf oder unachtsamen Opfern zu suchen. Wenn der Nukekubi ein geeignetes Opfer gefunden hat, so stößt der Yokai einen schrillen, unangenehmen Schrei von sich, der das Opfer lähmt. Danach stößt das Monster seine scharfen Zähne in seine Beute und saugt das Blut aus ihnen heraus. Erzählungen nach soll ein Nukekubi durch einen Fluch entstehen. Man kann verflucht werden, wenn man eine Sünde oder eine große Missetat begangen hat. Um diesen Yokai zu besiegen, muss man den Körper des losgelösten Kopfes verstecken, denn dann ist es dem Nukekubi nicht mehr möglich, den Weg zu seinem Körper zu finden und er stirbt bei Tagesanbruch. Electek und Phrynontor. Diese beiden Pokémon sind dem Oni nachempfunden. Oni sind Yokai, die entstehen, wenn ein vollkommen böser Mensch die Pforten der Hölle betritt und es für ihn keine Möglichkeit mehr gibt, Erlösung zu finden. Sie werden als eine riesige menschenähnliche Gestalt mit Hörnern auf dem Kopf, raubtierähnlichen Zähnen und krallenartigen Händen beschrieben. Ihre Haut ist meist blau oder rot gefärbt und sie besitzen eine große eisenbeschlagene Keule, die sie immer mit sich führen. Außerdem tragen Oni einen Lendenschutz aus Tigerfell oder aus Fellen anderer großer Bestien. In den frühen Legenden waren Oni gutmütige Wesen, die böse Geister abwehren konnten und Verbrecher bestraften. Der Aka- und der Ao-Oni, also der rote und der blaue Oni, die man im Buddhismus als Wächter der Hölle kennt, sind solche gutwilligen Yokai. Ihre Aufgabe besteht darin, die verfluchten und bösen Seelen zu bestrafen und zu quälen. Böse Oni gibt es viele, so manche Menschen wurden von dieser Bestie schon verschlungen. Gelegentlich können sich auch Lebende in einen Oni verwandeln, die dann in unserer Welt nur Terror und Schrecken verbreiten. Velsa. Dieses Wasser-Pokémon soll die japanische Sagengestalt Namazu verkörpern. Namazu sind riesige Monsterwälze, die in den Flüssen als auch Meeren Japans heimisch sind. Sie verhalten sich genauso wie ihre kleineren Verwandten, graben sich gerne mal in den Boden ein oder bewohnen Unterwasserhöhlen. Doch sollten sie mal gestört oder aufgebracht sein, so können sie durch ihre schnellen und heftigen Bewegungen ein Erdbeben auslösen. Der Grund, warum man im alten Japan dachte, dass Wälze diese Fähigkeit besitzen, ist, weil man beobachtet hatte, wie der Süßwasserfisch sich kurz vor einem Erdbeben sehr merkwürdig und aggressiv bewegen würde. Seitdem gilt der Yokai als Verursacher oder Warnzeichen einer bevorstehenden Katastrophe. Zwirlicht. Das letzte Pokémon in unserer Reihe steht mit dem Yokai Namahage in Verbindung. Namahage sind Dämonen, die in den Bergen entlang der Nordküste Japans leben. Sie ähneln im Aussehen sehr stark dem Oni. Ihre Haut ist leuchtend rot oder blau und das Maul ist mit scharfen Zähnen bestückt. Die Haare sind meist lang und zerzaust und lange Hörner ragen aus ihrer Stirn heraus. Am Abend des ersten Vollmondes des neuen Jahres steigen Gruppen dieses Yokai in Strohgewändern bekleidet und mit Messern bestückt die Berge hinab. Wenn sie ein Dorf erreichen, gehen sie lautschreiend von Tür zu Tür, um in die Häuser der Dorfbewohner einzutreten, damit sie kleine unartige Kinder oder neu vermählte Bräute erschrecken. Die Tradition verlangt es, dass Namahage mit Mochi und Sake bewirtschaftet werden. Wenn das geschehen ist, ziehen die Dämonen weiter und wünschen der Familie viel Glück im neuen Jahr. Trotz ihres furchterregenden Aussehens sind Namahage wohlwollende Yokai. Sie gelten als Boten der Götter, deren Aufgabe es ist, diejenigen zu warnen und zu züchtigen, die im letzten Jahr faul und böse waren. Nun sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, euch allen hat das Video gefallen. Wenn ihr noch ein weiteres Video dazu sehen möchtet, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, schreibt mir in die Kommentare und teilt das Video. Bis zum nächsten Mal.